Italien gegen Deutschland, ein traditionsreiches Duell in der UEFA Nations League. In der WM wird es dieses Spiel nicht geben, denn die Italiener haben ja den Einzug verpasst. Deutschland aber trotzdem nicht unbedingt in der Favoritenrolle hier auswärts. Dennoch mit dem besseren Beginn und der ersten guten Chance, die von Donnarumma aber erstmal pariert werden kann. Serge Gnabry nach 18 Spielminuten mit dem ersten nennenswerten Torschuss. Guter Auftritt der Gäste, die Italiener wirkten doch etwas nervös. Ballgewinn von Goretzka, Müller über Umwege mit dem Ball auf Sané. Der bringt den Ball in die Mitte, Gnabry scheitert noch, aber Müller steht dann zur rechten Zeit am rechten Ort, legt den Ball selber raus, läuft dann durch in die Mitte, Donnarumma abgewehrt, noch stark pariert, aber Müller ist dann eben da, wo man stehen muss. Und weiterhin im Durchgang 1 nur die deutsche Nationalmannschaft. Nächste Chance, Müller. 45. Minute, Donnarumma musste mal nachfragen, was denn da los sei. Die sonst so hochgelobte Defensive stand nicht wirklich kompakt, ließ viele Chancen zu. Und es gab auch noch eine nach anschließendem Eckball für Deutschland. Den Ball nicht schlecht reingetreten, Ferrati, aber wirft sich in den Ball von Timo Werner. Am Einsatz mangelte es nicht, aber es war unter dem Strich doch zu wenig nach vorne von den Gastgebern. Das sollte sich nun ändern und es wurde auch deutlich besser. Pellegrini mit dem Ball raus. Deutschland ohne Zugriff, Tonali rübergelegt und Neuer muss das erste Mal eingreifen. Nach 51 Minuten gegen Insigne. Da war endlich mal was geboten. Die zweite Halbzeit nun deutlich offener. Auch Deutschland mit guten Vorstößen. Thomas Müller. Kimmich, Gnabry, Werner holt sich den Ball nochmal. Werner, Gnabry, Werner. Donnarumma hält seine Mannschaft im Spiel. Was für ein Abwehrbock. Der Ball eigentlich gut serviert für Werner. Der Ball kommt dann aber zu zentral. Über eine Stunde gespielt. Nun wieder Italien. Tonali, Barea, Insigne findet Tonali, Neuer abgewehrt, Gianluca Scamacca aber mit dem Ausgleichstreffer. 1:1, ging schon durchaus in Ordnung, die Italiener deutlich besser als noch im ersten Durchgang. Neuer etwas unglücklich, aber eigentlich auch frei von Schuld. Das letzte Wort hatte aber dann noch einmal Deutschland. Sané, Bonucci mit dem Fehler, Müller nutzt es aber nicht aus, weil Donnarumma nochmal gut einen rausholt. 88. Minute, die letzte Chance, das wäre das 2:1 gewesen. So bleibt es beim 1:1, ein verdientes Resultat. Deutschland über 90 Minuten gesehen, leicht besser, aber Italien zeigte sich stärker in Durchgang 2 und somit geht dieses Remis eben vollkommen in Ordnung.